Ja, bei den Erleuchteten waren wir gerade hier. Die konnten uns auch nicht viel über die Allheit erzählen, außer dass besagter Bilger vor ein paar Jahren mal immer wieder hier aufgetaucht ist. Und jetzt müssen wir noch mit der Varun-Gefangenen reden. Und da müssen wir, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wo wir da hin müssen. Hoppala, falscher Knopf. Raumhafen, ja. Echt Raumhafen? Müssen wir den Planeten verlassen oder was? Wo soll denn die Gefangene sein? Oben steht's, sprich mit der Varun-Gefangenen. Ah, na klar, die ist natürlich hier bei der UC. Was textest du mir da den Rücken zu? So, ob ich mit der reden darf? Bestimmt. Wo ist denn die? Wo muss ich da hin? Ah, hier. Guten Tag, ich muss mit der Gefangenen reden. Lass mich durch. Schöne Zellen hat's hier. So, komm ich da rein zu der? Gibt es eine Sie? Echt? Ich will mit der reden. Hallo. That your ship that landed not too long ago? Sure is something. Ja, ich muss mit der reden. Wie komme ich denn an die ran? A visitor? I have all the company I need. Du siehst aber düster aus, Fräulein. Ich weiß, du hast mit Aquilos über den Glauben der Varun gesprochen. He knows not the truth. He sends another to ask more incessant questions. The great serpent waits in the shadows. He will entwine the universe, and all but the faithful will be made as dust. That is the truth. No more, no less. Ich bin mir nicht so sicher, ob die uns weiterhelfen kann. Hüter Aquilos sprach von einem Pilger. Ich muss mehr über ihn wissen. Yes, I have spoken to your keeper about this. I will tell you what I told him, and then you will leave me. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the Great Serpent, he does not hesitate. He cuts the unbeliever down. But the unbeliever returns. Jinan realizes the Great Serpent is testing him, and he will not be found wanting. 4 times they fight. Over 120 rotations of the planet they are on. Remember these 4 battles, Jinan. The unbeliever says, remember these 120 rotations. But Jinan knows this is blasphemy and delivers the killing blow. That is all. Okay, sie hat ihn umgebracht. Sehe ich das richtig? Also den Pilger? Ja, ich glaube, ich verstehe. Deine Gottheit muss doch mehr können als nur töten. Ich muss wissen, was ein bestimmtes Wort bedeutet. Die Allheit. I have heard of no such thing. If it exists, it is a shadow that the great serpent casts to deceive the faithless. Okay. Ja, über ihren Glauben diskutiere ich jetzt nicht mit ihr. Then we are done. Leave me. Halt jetzt irgendwas. Kehre zu Hüter Aquilos zurück. Okay. Also ganz ehrlich, so richtig viel haben wir nicht. Falsch. So richtig viel haben wir nicht mitgekriegt, ne? Dann gehen wir mal zum Priester zurück. Und der ist da. Was ist denn hier für ein Tumult? Ich muss wohl noch mal einen Sternblüter randalieren lassen. Geschäftsdistrikt. Ich meine, wir wollen ja eigentlich das Grab suchen von dem Fuzzi. Aber bis jetzt hat uns keiner von denen verraten, wo das sein soll. Aber vielleicht hilft uns ja der Priester hier beim Interpretieren der Aussagen. Schauen wir mal.
I feel... Ja, links, rechts, oben, unten, da lang. So, da ist die komische Kirche, glaube ich. Mensch, Andrea, ich finde dich ja toll, aber musst du mir ständig die Hucke zuquatschen? Warte mal, wo müssen wir lang? Hier. You're back. What did you learn? Was there something hidden in their stories, like we thought? Nee, eigentlich nicht. Ich habe mit der Fanatikerin geredet. Jinan hat in 120 Tagen wohl 4-mal gekämpft. Meint sie, die Zahlen haben was zu bedeuten? Planets are often named by number. That second might mean the second planet in the system. Das ist aber weit hergeholt. Die 2 steht für den zweiten Planeten in welchem System? If there really is a location the Pilgrim wanted us to find, those do sound awfully like coordinates. Was there anything else? Yes. What he added to infinity. Maybe that points to a name. If we're looking for his resting place, we'd need to know the name of the star system, wouldn't we? Let's see. We have something that could be coordinates. Something that could point to a planet in the system. But what's the name of the system? Infinitum. Infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or ad. That just leaves in and dumb. Well, that's certainly how I feel. Indum, das ist der Name des Sternsystems, echt? Nochmal sehr weit hergeholt, oder? Yes, that's it. The second planet in Indum. At 4 and 120, that's where you'll find the Pilgrim's resting place. And from there, maybe you'll find the true meaning of unity. Before you go, you've now spoken to many different perspectives in our universe. In a way, you'll be carrying their philosophies with you on this journey. I know you're looking for a specific unity, but if you had to guess what it was, what interpretation would you give it? Jetzt fragt er mich, was die Allheit meiner Meinung nach sein könnte. Da draußen ist etwas Heiliges? Nee, definitiv nicht. Allheit ist nur ein Wort. Ich muss sie finden, nicht beten. Nur absolute Überzeugung wird uns der Wahrheit bringen. Wir werden auf die Probe gestellt. And once you know, what will you do? Even the most objective scientist holds a belief that observation itself will be of benefit to humanity. You will be taking a similar part of yourself with you when you find the answer. Will that not color your perception of it? Der Vorteil der Wissenschaft ist der, dass die Gedanken deiner Person überprüft werden können. Das gibt mir nicht das Recht, die Allheit schon im Vorfeld zu definieren. So you intend to find the truth and then have that truth confirmed by your peers. Unity is a reality born of observation and agreement? Well, I won't keep you any longer. This has been fun, I have to admit. Go, find your truth. Ich finde meine Wahrheit. Okay, wir fliegen nach Indum 2 und suchen das Grab des Pilgers. Ich bin mittelmäßig gespannt, muss ich sagen. Eigentlich müsste ich noch mal was verkaufen. Was ist das hier für ein Sturm? Ich guck mal, ob ich hier noch was verkaufen kann. Am Raumhafen zum Beispiel. Oder bei der Gallbank. Ja, bei der Gallbank kann ich garantiert nichts verkaufen.
Was ist das hier? Das ist die UC. Bobby mentioned he met you. Ja, pass auf, wir machen das mal so. Wir bewegen uns jetzt mal hier zum Mastering oder New Atlantis. Beschaffe. Wo zum Henker ist der Raumhafen? Ich kann mich natürlich direkt zum Schiff teleportieren, aber ich laufe jetzt einfach mal. Am Raumhafen weiß ich ja, dass da zwei Läden waren. Da kann ich nochmal ein bisschen was verkaufen. Und von da aus fliegen wir gleich weiter. So, erste Geschichte verkaufen. Der Raumhafen ist ja jetzt mittlerweile wieder, oder der Distrikt ist ja wieder zugänglich. Sie haben nicht mehr alles abgesperrt. So, jetzt können wir hier ein bisschen verkaufen bei der jungen Dame. Take a look. So, warte mal. Nee, ich will verkaufen. Haben wir hier noch was zum Verkaufen? Nein. Alles Anzüge, ein Anzug können wir im Prinzip. Eigentlich können wir den verkaufen hier. Zack, weg damit. Wie viel hat sie denn? 4000. Wie viel habe ich? 211.000. Munition lassen wir natürlich. Das lassen wir auch. Das lassen wir auch. Werfbare Items lassen wir auch. Okay, jetzt haben wir noch was aus dem Schiff. Die Magshot, die heben wir vielleicht mal. Jetzt haben wir nur noch 1000. Lassen wir mal die Magshot sein. Den Mantis-Anzug lassen wir mal, aber den können wir ver... Er ist auch so viel wert. Ja, schade um das Geld, oder? Schade um das Geld. Ja, komm, verschabeln wir das hier mal. So, jetzt sind wir, glaube ich, pleite. Einen Anzug haben wir noch. Einen Helm hätten wir auch noch verkaufen können. Ja, aber die hat kein Geld mehr. Dann lassen wir die mal in Ruhe. Thanks for shopping at Jemison Mercantile. Kein Problem. So, jetzt gehen wir noch am Raumhafen ein bisschen verkaufen. Und dann hoffen wir, dass die uns alle dass wir angegriffen werden, weil wir die Artefakte an Bord haben. Und dann können wir endlich die C-Klasse-Teile kaufen für das Schiff. Hübschi. Indum. War ich schon mal auf Indum? Ich glaube nicht. Hey, what can I do for you? Wie viel haben die? Die haben auch nur 125. Kann ich vielleicht wieder aufhören damit? So, wie sieht's denn eigentlich mit Hilfsmaterial? Ich habe gar nichts, glaube ich. Ach, wer braucht schon Heilmittel? Always a satisfying moment. Return to your ship. So, dann mal los. Auf nach Indum 2. Up, up and away! Und, werde ich schon angegriffen? Ich glaube nicht. So, Indum 2. Level 1 Bezeichnung, was heißt das auch so? Indum ist da. Na komm, ich will nach Indum. So, lass kurz gucken. Schilde sind auf Maximum, Waffen sind mittelmäßig. Okay, reicht. Hallo, ist da wer? Nö. So, jetzt gucken wir uns. Hello. This is Mrs. Whitmore's 6th grade class.
We are having a problem and need help. Oh, thank you. The school district is supposed to do maintenance on the ships. But our grav drive's cracked and leaking helium 3. The ship can't jump right now. What's helium 3? Helium 3. Was ist das, ein Schulschiff? Isotope of helium that is used as fuel for grav drives, Tashi. What's a grav drive? You know what a grav drive is, or you should. You wrote a paper on it. I'm not sure Billy does know what a grav drive is. Class, please talk quietly amongst yourselves. Boah, jetzt quatscht die mit ihrer Klasse. Do you have any extra ship parts? Was will sie denn haben? Sagt an, wie viele Schiffsteile ihr braucht. Ich kann ja eine Schule nicht alleine lassen hier. Let me see. Mrs. Whitmore, who are you talking to? Halt die Klappe, Kind! Pirates? There are pirates? What? No. No pirates. Everyone is... Wie viel Ärger kriege ich, wenn ich ein Schulschiff abschieße? Na gut, ihr habt mich, ich gehöre zu den Piraten und jetzt her mit dem Kram, war nur ein Witz. Ich bin ein Freestar Ranger. Hier, komm. Wow. Do you have a gun? Have you killed pirates? Hunderte. There are so few Rangers. I've never met one. You see? The Ranger's going to keep us and everyone safe. Thank you. Now, everyone, settle down. The driver said ship parts should be sufficient for us to repair our ship. Okay, so viel. Tut mir leid, habe nicht genug Schiffsteile, um welche abzugeben. Verdammt. Understood. Well, I hope you have a better day than I'm having. Blöd. Naja, bisschen Schwund ist immer. So, das ist Mrs. Whitmore. Ich hätte ihnen ja geholfen, aber ich hatte nicht genug. Ruhestätte des Pilgers. Na, mal gucken. Vielleicht hätte ich den erstmal scannen sollen. Schön grün ist es hier. So, aufstehen. Jetzt ist hier drin auch... Hoppala, was war das? So, also mal kurz gucken. Was hatten wir denn für Knarren? Berserker, Lawgiver... Nehmen wir mal die Beowulf. Die sah so krass aus. So, was mögen wir da wohl finden? Immer geradeaus. Hallo, Herr Pilger. Was haben wir hier? Uran. Ja, da haben wir noch was zum Abbauen. Erstmal scannen, so. Da hinten ist was. Ach, das sind Tiere, oder? Ganz locker bleiben. Böses Dingens. Lass mal ganz kurz in Ruhe. Warte mal, wo müssen wir hin? Da rüber über den Berg. Bekannt. Erstmal wird hier ein bisschen abgebaut. So. Da haben wir noch ein Pflänzlein. Aluminium, auch nicht schlecht. Was ist das da? Ich möchte mir das mal ganz kurz angucken. Es leuchtet so schön.
Geh mir aus dem Weg, Mensch. Doofe Zippe. Scannen. Das muss doch hier irgendwas Besonderes sein, oder? Oder auch nicht. Okay. Richtung stimmt. Ich denke mal, dass da hinten ist es. Weil, nee, es geht irgendwie anders, woanders hin. Da oben ist zwar was, aber... Das gute Uran. Wo zum Henker führt er mich hin? Sagen in die Richtung 400 Meter. Na, was ist los? Ach so, ich bin erschöpft, alles gut. Ich bin ja im Moment noch am Sammeln wie ein Bekloppter, ohne dass ich das Zeug wirklich brauche. Aber ich habe den Verdacht... Na... ...dass ich später, wenn es um Basenbau und das Upgrade geht, möglichst viele Rohstoffe gebrauchen kann. Was ist das denn? Suche nach Hinweisen zur Allheit. Warte mal, wo soll denn jetzt der... Jetzt habe ich es aus den Augen verloren. War das hier hinten? Ja, ich glaube, ja. Ich suche nach Hinweisen der Allheit. Aber erstmal durchsuchen wir hier... Hydraulikhammer. Credits ist immer gut. Was haben wir da noch? Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Was ist das? Trauma-Pack. Immer her damit. Someone made a concerted effort to survive here. And yet it would seem it did not work out. Aha. Hoppala. Sehen wir irgendwas? Da kann man reingehen. Ruhestätte des Pilgers. Was? Ein Bioblocker auf jeden Fall. Nehmen wir auch mit. Oh, was haben wir denn hier Hübsches? Verteiler, nehmen wir auch mit. Wer trommelt hier? Aufzeichnung des Pilgers 01. Leichtgläubige Einfalt der Menschheit verblüfft mich immer wieder. Mein schlimmster Instinkte, der böse Geist, bringt mich dazu, sie zu verachten und doch dann fällt mir ein, dass ich in etwas eingeweiht bin und sie nicht. Ich kann und sollte nicht wegen ihrer mangelnden Vision verurteilen, da ich wohl weiß, dass sie die Scheuklappen sie blind machen. Schließlich trug ich sie einst selbst. Für ein Wohl hoffe ich, dass sie eines Tages verstehen, doch für mein Wohl möchte ich in Ruhe gelassen werden. Okay. Ich will da rein. Suche nach Hinweisen, gelange in den verschlossenen Raum. Bin ich doch gerade, oder? Oder nicht?
Lecker. Starte nie vom Acker ohne deinen Tacker. Na, aus welchem Film ist das? Aufzeichnung des Pilgers 5. Ich erwische mich dabei, wie ich verschiedene Vergangenheiten und mögliche Zukünfte denke. Ich stelle mir vor, wie ich den Weg weiter beschreite, weiser werde und mich weiterentwickle. Ich stelle mir vor, wie ich ein weiteres Mal den Schritt in eine andere Welt mache und alles von vorne beginnt. Was mir dabei auffällt, dieser Weg scheint mir erfreulich. Jeder Schritt ist eine intrinsische Belohnung. In dieser Zukunft sehe ich vorfreudige Vergnügen. Um der Gesamtheit aller Möglichkeiten willen, stelle ich mir dann einen anderen Weg vor. Was, wenn ich zur Ruhe käme, nicht mehr nach meiner eigenen Kraft strebe? Was, wenn ich auf die Stiche des Mitgefühls in meinem Herzen hören würde und mich um all die kümmern würde, die stets um mich versammeln? Was, wenn ich einfach nur leben und lehren würde, um andere zum Licht zu führen, wenn ich sterben würde? Dieser Tag scheint ebenfalls erfreulich, diese Version von mir ist... Ein Unterschied aber gibt es. Wenn ich aufhöre, an einen eigenen möglichen Ruhm zu denken, verschwindet das Vergnügen fast sofort. Wenn ich bleibe und etwas aufbaue, bleibt dieses Gefühl bestehen. Etwas daran ist bleibender, erfüllender. Was will er denn hier? Was hat er denn für ein Problem? Da soll man rein. Starwire, persönliches Zimmer entriegeln. Ja, mach mal. Wenn dich die Suche nach der richtigen Antwort herführt, kennst du auch die richtige Frage. Wovon redest du? Wie öffne ich diese Tür? Wo ist das Essen? Was ist die Allheit? Ich erwidere deine Frage mit einer anderen. Wenn du meine Aufzeichnung gelesen hast, beantworte das. Was ist die Last der Menschen? Sind zu schwer, scheinen uns immer nur gegenseitig zu bekämpfen. Aha. Na, dann ist es das hier. Wer ist dein größter Gegner? Natürlich ich selber. Wer ist die Quelle dauerhafter Zufriedenheit? Offenheit zum Mitgefühl. Wenn das noch immer dein Ziel ist, findest du im nächsten Raum einen letzten Teil von mir. Ich habe meine einzige wahre Antwort vor langer Zeit gefunden. Okay, dann... Ich weiß, dass es da hinten lag. Schaden durch wird dauerhaft erhöht. Her damit. Oh, was haben wir hier? Irgendwas anti irgendwas psycho bla blub. I think you may be trying to take a little too much on. Ja. Literally. Regeneriert 10 Gesundheit. So, da hinten war die halt das auch noch was. Credits. So, was haben wir da? Nee, das hier. Letzte Aufzeichnung des Pilgers. Ich kenne die richtige Antwort nicht, vielleicht erfahre ich sie nie. Mittlerweile aber macht mir das kaum noch etwas aus. Je länger ich hier bin in dieser Welt und dieser Zeit, desto klarer wird, dass ich genau hier sein sollte. Dieses Mal wird es anders. Es gibt nicht... Wieso dieses Mal? Es geht nicht mehr um mich. Redet der von Parallelwelten? Von Zeitschleifen oder sowas? Keine Ahnung. Weshalb ich nicht fliehen muss, ich kann etwas Eigenes aufbauen, anstatt mich etwas herumzuschlagen, das andere in meinem Namen erschufen. Ich kann von Nutzen sein. Diese andere Person lasse ich zurück. In dieser Welt gibt es keinen Platz für sie. Sie soll sterben. Ich werde leben, um das gesegnete Universum zu erleuchten. Das ist das Ende meiner Reise, doch um alles zu wissen, musst du den Anfang kennen. Auf Hyla 2 verbirgt die Insel den Skorpion und der Stachel, den Skorpion, verbirgt die Wahrheit. Interessant? Fragezeichen. Also wir haben nächstes Ziel ist Hyla 2. Du trägst zu viel um. Na, dann laufe ich halt. Kann ich unterwegs noch ein bisschen ernten.
Also der erzählte mir merkwürdige Sachen gerade. Klang so ein bisschen wie Zeitschleifen. Vielleicht bin ich das ja. So, da hinten ist mein Schiffchen. Hyla 2. Ich suche immer noch einen Planeten, den ich als Hauptbasis auserkoren habe. Bis jetzt habe ich ja auserkehren werde. Bis jetzt habe ich ja nur. Einen. Hoppala, was war das? Einen, zwei Außenposten errichtet und die sind ehrlich gesagt ein bisschen verwahrlost. Hab mich nicht mehr drum gekümmert. Aber pfeift der Hund drauf. Do you see anything useful? Weiß ich nicht, ob das useful ist, aber wir nehmen es mit. So. Willkommen zurück zu Hause. Naja. So, als erstes werden wir mal hier ein bisschen auslagern müssen. Schiff. Frachtraum. Inventar. Die Waffen behalten wir natürlich, Anzüge auch. Die Kleidung brauchen wir nicht. Die Werfer gegen Munition, Hilfe, Notizen, die Ressourcen, die kann man alle mal auslagern. So, wie viel haben wir jetzt? 116. Immer noch zu viel. Egal. Wir sind auf jeden Fall wieder leicht. Okay, ein Außeneinsatz ohne zu kämpfen ist ja auch nicht schlecht. Und unser nächster Auftrag führt uns dann nach Hyla 2. Und wie wir Hyla 2 suchen und besuchen, das seht ihr beim nächsten Mal. Bis dann, denn euer Mr. Fleck.